Okay, Freunde, weiter geht's mit einer neuen Folge von Shadow of the Colossus. Ja. Folge Nummer 2 in meiner neuen Aufnahmeeinstellung. Letzte Folge lief flüssig. Also auch da, wo ich es nicht ganz perfekt flüssig gesehen habe, also immer noch mindestens 30 Takuro. Ist für euch alles sauber. Ist halt trotzdem ein bisschen doof, ne? Ich will das Bild natürlich auch perfekt flüssig sehen. Aber es war zum Großteil flüssig, von daher passt schon. Bevor wir weitermachen, will ich euch mal was zeigen, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was im Spiel existiert. Nämlich guckt euch das mal an hier. Beten. Oh! Ja, das sind so Betstellen. Ich glaube, da werden einfach nur... Da wird alles nur regeneriert, wenn man daran geht. Ich glaube, auch ein Quicksave gemacht. Ich weiß gar nicht, was sonst noch so abgeht. Die werden aber, glaube ich, auch auf einer Karte markiert. Wobei der speziell scheinbar nicht. Man muss aber auch für eine Trophäe alle von denen finden. Die gibt es in der ganzen Welt verstreut, aber die sind jetzt echt nicht so interessant eigentlich. So, wo müssen wir denn hin? Aha. Na gut, da sind wir vorhin hin. Jetzt sind wir da hin. Das ist ja überaus interessant. Ja, wo es uns jetzt hinführt, was der nächste Boss ist. Ich weiß es nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber wir werden es rausfinden. Ich bin gespannt, ob ich noch mehr schaffe, außer den. Vielleicht gibt es hier auf dem Weg auch nochmal so was ganz Spezielles. Was ich euch auch mal zeigen kann. Das Spiel hat ja dann doch so ein paar Kleinigkeiten zu bieten. In seiner Open World, wenn man es so nennen kann. In seiner Spielwelt. Genau das da nämlich. So, das ist wieder so eine Gebetsstatue, ne? Statue. Tafel, aber manchmal gibt es hier was Interessantes. Vielleicht finde ich es mal. Ich mache einfach mal hier. Ich glaube, es ist auch auf der Karte markiert, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja. Ah, damit sind die markiert. Ich weiß nicht, warum da oben schon einer markiert ist, um ehrlich zu sein. Naja. Okay, ist hier vielleicht sowas, was ich... Ich glaube nicht. Oder es ist schon weg, weil ich zu schnell war. Es gibt hier manchmal so kleine... Salamander... Da habt ihr es gesehen? Ist lang gekrabbelt. Scheiße. Ich komme hier nicht hoch, glaube ich. Salamanderart... Woher komme ich da doch hoch? Salamanderartige Viecher, die hier lang klettern. Und die kann man abknallen. Ganz brutal. Was dann passiert, ist unglaublich. Ich kann doch hier hochklettern, entspannt. Ja, der wird vielleicht gar nicht mehr hier sein, ne? Komm klar, Wanda, Wanda. Doch da. Scheiße. Nein, Bogen. Ich brauch den Bogen. Zack! Brutal. Ja, ist okay. So, jetzt lassen die nämlich so, genau, die verschwinden und lassen so einen Schwanz fallen. Wenn man den einsammelt, passiert absolut gar nichts. Richtig, doch, es passiert was, eigentlich. Nämlich wird dadurch auch die Ausdauerleiste leicht gefüllt. Also theoretisch kann man auch diese Dinger hier farmen, aber Bosse klatschen geht halt einfach schneller. Und Bosse bringen halt auch mehr Ausdauer und Energie. Genau, die bringen halt beides, die Viecher bringen nur Ausdauer, aber es gibt auch ein Pendant, es gibt auch etwas, was nur Energie bringt. Das wäre eigentlich auch nochmal cool, wenn wir das auch nochmal finden würden. Geht es noch in der richtigen Richtung? Ah. Ich hoffe. Schon so, ne? So, ein bisschen Zeit totgeschlagen, bisschen Boss, ist auch schön. Oder war noch ein Salamander? Da auch. Jetzt laufen sie überall rum, ne? Klar. Hm. Naja, wahrscheinlich ist es auch schon vorher über dem Boden rumgelaufen, aber ich habe es ein bisschen vergessen. Ich erinnere mich an den Boss. Also natürlich erinnere ich mich, aber ich weiß halt immer nicht, welche Reihenfolge, ne? Ich erstmal den hinreiten, dann... Ah, der, ja. Der ist cool. Mal gucken. Hm.
hier muss ich gerade nochmal kurz überlegen, wie das hier geht. Aber ich glaube, ich weiß es wieder. Zumindest für den Anfang. Wie taucht man nochmal? Hab ich wieder vergessen. R2. Man macht alles mit R2. Das Pferd kann übrigens nicht schwimmen. Aha. Ein geheimer Weg. Was piekst mir übrigens gerade in der Socke. Hep. 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 Oh ja, der nächste Koloss kann fliegen. Oh oh. Wäh! Alles in der Kontrolle, Freunde. Alles geplant, keine Sorge. So, da weiß ich sogar noch, wie der funktioniert. Ich bin begeistert. Meine ich zumindest. Und mit L2 gucke ich komisch nach vorne. Wie lange ich tauchen kann, weil ich einfach maximale Ausdauer habe. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier so rechts rauf, würde ich sagen. Der Platz gefällt mir am meisten. Dann wird es mal Zeit, ein bisschen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Trau dich doch! Juhu! Zack! Geil! Oh mein Gott. Wie wieder klar zu kommen, ist ein bisschen ätzend. Und man sieht schon, wo man hin muss. Ui. Scheiße, scheiße. Komm schon, du schaffst es. Ja. Loslassen. Loslassen, habe ich gesagt. So, auf die Flügel. Zack. Uah. Da fliegt er verkehrt rum. Oh, die Stelle ist schon kaputt. Ski. Ich gehe sehr stark davon aus, dass ich irgendwann mal runterfallen werde. Wenn wir da schon wirklich das Timing perfekt abwarten muss. Ja, okay. Nein! Ich weiß nicht, ich habe gerade kurz losgelassen. Ich habe irgendwie gerade kurz R2 losgelassen. Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Och Mann, ey. Gut. Dann nochmal dahin arbeiten. Ist doch kein Problem. Kommst du direkt angeflogen? Ja, ich glaube schon. Doch nicht. Du Sackgesicht. Wow, ich ver... Ja, genau. Nochmal baden würde ich. Hat er sich jetzt drüben zur Ruhe gesetzt irgendwo? Ob einer. Nein, da kommt er. Geht auch. Okay, ich glaube, er hat mich realisiert. Wir hören an dem lauten. Doch nicht. Hallo, du sollst runterkommen, du Affe. Ich mag dich nicht. Ich wollte einfach mal, dass du es weißt. Ich mag dich nicht.
Boah, der tote Winkel. Hilfe. Ich kann das nicht mehr. Ich hol mal einen Controller bis zum nächsten Mal, glaube ich. Digga, kletter doch jetzt einfach hoch. Danke. Jetzt wärmen wir jetzt so lange zu, bis er nach unten fliegt. Macht er nicht, die dumme Sau. Hab ich nicht. Jetzt. Scheinbar. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sieht gut aus. Warum bist du jetzt so weit? Du bist doch doof. Das machen wir gleich nochmal, okay? Geht doch. Mann, 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 Mann. So, jetzt sind wir wenigstens direkt auf der anderen Seite. Ist ja auch nicht so verkehrt, sage ich mal. Okay, auf dem Flügel müssen wir natürlich rauf und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal nach hinten. Gehe ich mal sehr stark von aus. Uiuiuiui. Immer wieder spannend, ne? Ja. Yeah. Schüttel den nicht so rum. Das bringt nichts. Wow. Pfft. Oh, schon alle. Woo. Das ist aber irgendwie auch cool, wie man da so dranhängt. So, jetzt bitte nicht mehr runterfallen. Ich möchte den Weg einfach ganz normal zurückschaffen. Warte ich jetzt, bis er wieder halbwegs gerade ist und dann renne ich schnell rüber. Sehr gut. Nicht da festhalten. Wie lange seid ihr rennen? So, ich renne mal nach hinten. Da ist auf jeden Fall eine Stelle. Aber ich weiß nicht, ob dann, weil wir haben ja noch nicht mehr die Hälfte abgezogen, weshalb ich davon ausgehe, dass irgendwo noch eine ist. An deinem Kopf oder so? Ganz langsam. Nicht zu überstürzen. Wir haben keinen Zeitangriff, den wir hier schaffen müssen. Oh. Okay. Well. Ja, und was sind wir wohl sicher vor den Dingern, wa? Haha. Haha. Ha. Ha. Ah. Ah, schön. Nicht wahr? Oh oh. Ah. Jetzt soll ich da wegschwimmen? Das Stück. Ah. Wenn du das sagst. Okay. Ja. Einen weiteren Koloss anfangen lohnt sich jetzt natürlich nicht. Kann ich mit dem irgendwie interagieren? Nö, ne?
Deswegen machen wir jetzt mal... Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen. Einfach mal ein bisschen durch die Gegend reiten. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich euch noch zeigen will in der Open World. Das wäre eigentlich immer mal so gut für so, ne, wenn man dann mal am Ende der Folge ein bisschen Zeit hat. Zum einen, wie gesagt, den geheimen Bereich, den ich euch noch zeigen will, ne, für maximale Ausdauer. Das machen wir aber immer, wenn wir mehr Zeit haben. Weil so ein paar Minütchen kann man das schon verbringen. Es gibt noch ein Easter Egg. Auch wirklich ein Easter Egg, das es nur in der PS4-Version gibt. Das ich euch auch natürlich noch sehr gerne zeigen möchte. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Das ist, glaube ich, sogar relativ in der Nähe vom Startpunkt. Und ich meine in Richtung Süden. Vielleicht finde ich das zufällig, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, und ich habe gerade noch gedacht, irgendwann will ich euch ja nochmal so einen Titan... Was sag ich mal Titan? So einen Koloss im Zeitmodus zeigen. Das wäre auch nochmal eine ganz lustige Sache, einfach nochmal, damit ihr seht, wie das so aussieht, auch wenn es, ja, dasselbe ist. Ja, es ist auf jeden Fall so eine Höhle, aber ich glaube, diese Höhle gibt es nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, wir müssen sogar in die Richtung. Ah, ich glaube, da kommen wir in den Wald. Der Wald ist wirklich ein schönes Gebiet. Dann geht in die Folge jetzt 16,5 Minuten. Ich habe ja schon mal gesagt, dass im Zweifel ich einfach mal die Folgen auch vielleicht ein bisschen kürzer halten werde. Einfach damit man auch ein bisschen... Hier geht es nicht lang. Ah, ja, was anderes. Einfach weil das Spiel es halt so will. So. Aber hier ist nicht irgendwie die Höhle gewesen, ne? Nee, das sah auch anders aus. Aber jetzt was anderes. Guck mal. Früchte. Und? Yummy! So. Die geben mehr Leben. Wenn die Lebensleiste steigt, dann weiß ich übrigens nicht, was hier falsch ist, aber... Gerne mal überprüfen. Ja, schön, dass sie genau dann verschwunden ist. Kannst du den Baum ein bisschen looten. Hat noch mehr. Nö. Doch, da. What the fuck ist da gerade passiert? Kamera. Die Kamera hat manchmal schon dezente Probleme. Sagen wir, wie es ist. Mach es einfach nur, weil ich gerade Zeit verschwenden will. Ja, wie gesagt, damit kann man sich auch ein bisschen aufdingsen. Oh, ich kann sogar hochklettern. Aber es ist nicht so der Rede wert. Einfach immer wieder den ersten Boss knallen, ist, glaube ich, wirklich einfach die produktivste Methode. Hey! Schön hier oben. Doch. Oh. Schön hier unten. Ach, leck mich doch. Ja, ne? Gut, ich reite mal zurück einfach. Dann kann ich da speichern, ganz offiziell. Ich werde mal rausfinden, wo die Höhle ist, damit ich im Zweifel mal Bescheid weiß. Denn das ist ein ganz cooles Easter Egg, was einfach mal so... Es gibt auch eine Trophäe, dieses Easter Egg, deswegen kenne ich es. Was nochmal eine nette Brücke bildet zu etwas. Aber, dazu später mehr. Ja, beim nächsten Mal, was genau ist denn der nächste Boss? Unterhalb des Tempels, da habe ich so eine Vermutung. Ich glaube, es ist nämlich direkt der nächste... Oder war das der... Es gibt also einen Boss, der hat auch so in so... Der eher so in einem Gebäude drin ist, so halb. Und der ist leider echt nervig. Das ist der kleinste Koloss von allen. Der ist wirklich... Schön, dass ich das jetzt schon verrate, aber... Der ist vielleicht so groß wie Agro. Naja, ein bisschen größer schon. Aber gleichzeitig auch echt der nervigste. Oder einer der nervigsten zumindest. Naja, so ist das, ne? Agro schlittert auch. Mit Agro kann man übrigens auch so ein paar Tricks machen. Weiß gar nicht mehr, warte mal, ich kann mal gerade hier. Wie ging denn das? Konnte man so ein bisschen? Nee. Wahrscheinlich, ja, so kann man sich schon mal ducken. Kann sich irgendwie so an die Seite hängen. Die Steuerung kriege ich gerade leider nicht raus.
Toter Winkel. Kann aber lustigerweise auch beim Abspringen, kann man glaube ich auch so ein bisschen aufladen. Oder auch nicht. Man kann sich irgendwie auch aufs Pferd raufstellen. Da gibt es so ein paar Tricks, so ein paar coole Sachen und auch eine Trophäe, alle Tricks mit Akku ausführen. Nochmal rausfinden, wie es genau geht. Gut, jetzt haben wir sogar die 20 Minuten geknackt. Ich bin begeistert. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Und dann, vielleicht gibt es auch mal wieder zwei Kolosse, wenn ich gut bin. Wahrscheinlich nicht. Bis dahin. Tschüss.